Hallo Leute, habt ihr schon mal gefragt, was eigentlich hinter dem Spiel Dokkan Battle steckt? Also bildlich gesehen? Nein? Ich zeige es euch mal. Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozzy hier. Und heute machen wir das neueste Dokkan-Event vom Ultra Full Power Super Saiyan 4 Goku, oder kurz gesagt Full Power Goku. Bevor wir damit aber anfangen, kurze Information an euch, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, ich darf ja für die nächsten 3 Monate auf YouTube nicht streamen, werde dafür aber innerhalb diesen nächsten 3 Monaten auf Twitch streamen. Ihr nehmt das Ganze aus dem Streamplan, ich werde heute live gehen, auf Twitch heiße ich Ozzy Twitch, der Link ist in der Beschreibung, checkt wie gesagt den Streamplan aus, er ist in der Videobeschreibung, alle Links, die ihr finden müsst. Warum sage ich das Ganze, weil ich heute live gehe und ab 18 Uhr. Dazu werden wir, beziehungsweise in dem Stream selbst auf Twitch, werden wir die Mission, die neueste Mission von Japanisch Dokkan Battle machen, um da die Stone zu farmen etc. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, ich habe dazu ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne ansehen, der Link ist auch in der Beschreibung. Und es wird ein kleines Giveaway für euch geben, heißt, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaltet doch auf jeden Fall bitte ein. Und falls ihr euch fragt, was, du darfst nicht auf YouTube nicht streamen, ja, ihr schreibt meine Freunde. Aber am besten schaut ihr das Video dazu an, ich werde euren Link auch in die Beschreibung setzen, da gehe ich detailliert drauf ein, warum und weshalb. Aber das mal beiseite geschoben. Ultra Full Power Super Saiyan 4 Goku. Sein Dokkan werden wir jetzt gleich machen auf Super 2. Aber ausweg schauen wir uns mal die ganzen Informationen an. Und zwar ist die Schwierigkeitsstufe hier einmal auf Zihard, einmal auf Super 2. Auf Super 2 droppen 7 Medaillen, auf Zihard zwischen 3 und 6. Dieser Dude, by the way, sehen so die neuen Medaillen aus. Dieser Dude hat eine Damage Reduction. Heißt, er ist tanky, macht viel Schaden. Aber die Charaktere der Kategorie Shadow Dragon Saga machen vermehrt Schaden gegen ihn, beziehungsweise annullieren sie seine Passive, dass er seinen Angriff steigt, viel Schaden macht etc. Heißt, wenn ihr Charaktere der Shadow Dragon Saga habt oder gar ein Shadow Dragon Team, Shadow Dragon Saga Team, dann benutzt auf jeden Fall das Team, weil mit dem Team werdet ihr am wenigsten Probleme haben. Ich werde ein anderes Team benutzen, aber das werden wir gleich sehen. Genau, unser Dude Kakarot, wir können ihn in den letzten Stufen da an der Stelle weder Ziele noch Stun, glaube ich, werden wir uns aber näher betrachten. Und er ist wirklich, ist nicht leicht, ist kein leichtes Event. Wir haben hier 4 Phasen, in der ersten, zweiten Phase kämpfen gegen Strength Type, werden uns gleich betrachten. In der dritten Phase kommen ein bisschen mehr Charaktere dazu. Da spielen wir quasi die Szene nach, wie es in GT ablief. Also als er quasi seine Full Power Macht bekommen hat von Trunks, Goten und Gohan. Und in der letzten Stufe kämpfen wir dann quasi gegen Ultra Full Power Super Saiyan 4 Goku. 77 Medaillen braucht ihr für den Dude. Wir wissen, er ist der Kategorie der Ultra, beziehungsweise der Full Power Kategorie, gibt der Ki plus 3 auf 450%. Oder den Super Tech Charakteren Ki plus 3 90%. Seine Passive ist, er hat auf den Angriff 100%. Je höher die HP sind, desto mehr zusätzlichen Angriff- und Verteidigungsboost bekommt er. 70% sind das Maximum, heißt, wenn ihr Full HP habt, habt ihr 170% Angriff, 70% Verteidigung und ihr habt eine Medium Chance, gegnerische Superattacken zu dodgen und zu kontern. Und diese Medium Chance ist by the way 30%. Diesen Goku kann man auch erwecken, zum einen mit 21 aus dem Dokkan-Event-Medaillen und 7 aus den Story-Event-Medaillen, das auch momentan online ist. Das werden wir im heutigen Stream machen, wie gesagt, also schaltet auf jeden Fall ein, wenn ihr Bock habt. Und das Geile an dem Goku ist, man hat auch Feedback gehört. Er hat eigentlich Shattering the Limit, nun hat aber Fierce Battle bekommen, dank unserem Feedback. Also Respekt, finde ich gut an der Stelle, dass sie das so kurzfristig geändert haben. Ja, dann würde ich sagen, ich packe hier mein Team zusammen und dann sehen wir uns auf der Stage. Alles klar, und da sind wir auch schon im Kampf, beziehungsweise im Event auf der Schwierigkeitsstufe Super 2. Ich habe mich hier an der Stelle für mein Villains-Team entschieden. Ich denke, wir werden da nicht so viele Probleme haben. Ist ein bisschen Freezer-lastig, aber ey, ich meine, mein Gott, die werden sich auf jeden Fall gut linken an der Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall, beziehungsweise bin ich gespannt, was die Freezer hier anrichten werden. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Gut, anyways, wie machen wir das dann Ganze? Wir lassen das einfach mal so, würde ich sagen. Ich lasse den LR Freezer mal drin, um zu sehen, was der Dude so drauf hat. Und Rosero Team hier raus. Ich werde auf jeden Fall, wir werden in den letzten Stufen gegen Tech kämpfen. Full Power Goku ist ja vom Tech-Type-Logo. Und da werde ich auf jeden Fall versuchen, meinen Int-Angel Golden Freezer in einer Rotation zu halten immer und den da zu lassen. Entweder mit Golden Freezer oder mit Tier diesen Freezer. Wir werden mal gucken, wie wir das machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Team hier tun wird. Ich habe keinen Charakter drinnen, der zur Shadow Dragon Kategorie gehört. Falls ihr, wie gesagt, ein Shadow Dragon Team habt, nimmt das. Ihr werdet damit wenig Probleme haben. Aber auch mit jedem anderen Kategorie-Team solltet ihr auf jeden Fall hier das schaffen. Solltet ihr natürlich aufpassen, dass ihr ein bisschen darauf aufpasst, dass uns Karot hier oder Karot euch nicht viel Schaden macht, weil er ist schon, er macht schon Schaden. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, vor allem wenn er Full Power geht an der Stelle. Oder ihr könnt zum Beispiel auch ein Mono-Team nehmen, wo Shadow Dragon Charaktere drin sind. Extreme Physisch zum Beispiel, wenn ihr Sinnstellung, Umgangsstellung habt mit Cooler. Oder
Ja, Super Agility gegen Super Tech würde man vielleicht schaffen, weil Vegeta zu Shadow Dragon Saga gehört und wenn er Crit hat und so und so fort, würde ich aber eher nicht empfehlen. Also wenn ihr Kategorie-Teams habt, LVGito-Team, LVGita werdet ihr auch auf jeden Fall auch schaffen. Oder ein Fusion-Team mit Super Saiyan 4 Gogeta, der macht dann auch vermehrt Schaden an der Stelle. Genau, jetzt habe ich eigentlich gesagt, ich wollte Freezy Pop in eine Rotation lassen, aber den können wir noch ein bisschen rausrotieren, weil wir brauchen ihn erst am Ende. Bis dahin ist natürlich mal Jin Vegeta, mein Boy, da und wird das Ganze erledigen, hoffentlich. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen habt und wenn ihr auch gehypt seid, also in JP-Dokkan Battle geht auch wirklich gerade was ab mit dem Full Power Goku, LLVGT und LLGoita werden auch ein Comeback starten. Majin Vegeta haut die auch richtig rein. Am 7.7. kommen LLVGT und Gogeta für das japanische Dokkan Battle. Das globale Dreijahres-Event Jubiläum Celebration fängt zwar auch am 7.7. an, aber wir wissen noch nicht, wann die Banner zu LLVGT und LLGoita in Global kommen werden. Wenn wir die Information bekommen, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Bleh. Aber, was ich sagen wollte, war eigentlich, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, dann, und euch das Ganze gefällt quasi, ja. Ihr kennt die Standardfloskeln, ja. Ich kriege hier einen Zungentwister, wenn ich das Ganze hier auflabern muss. Aber es gehört dazu, weil, wie gesagt, Hand aufs Herz. Je mehr wir wachsen, desto höher und größer wird die Community. Und desto höher und mehr gehen wir da einen gemeinsamen Schritt an der Stelle. Deswegen, wenn ihr das Ganze supporten wollt, drückt auf den Abo-Button. So, an der Stelle, das ist eben der Goku hier. Das ist der Goku, der ist noch nicht. Das ist nicht seine Theorie, wenn mich alles täuscht. Aber ich fand es echt geil, dass sie da Feedback genommen haben und ihnen statt Shattering Limit 4 Battle gegeben haben. Ich fand das auch äußerst komisch, als ich das präsentiert habe im Video, dass er Shattering Limit hatte. Weil man musste 21 Medaillen aus dem Dokkan-Event-Medaillen farmen und nur 7 aus dem Story-Event. Und trotzdem hat er Shattering Limit bekommen. Fand ich schlecht, aber sie haben es geändert, Gott sei Dank. Finde ich cool an der Stelle, dass sie auf das Feedback gehört haben. Also bei allem Respekt. Wobei ich mich frage, da haben sie bestimmt aus Reddit rausgehört, dass man sich da beschwert hat oder aus Twitter. Weil die haben da schon ein Auge drauf, so ist nicht. Die haben da auch schon ein Auge drauf, da bin ich mir ganz sicher. Anyways, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Wie gesagt, ihr seht schon, also wirklich die Runden bis zum Full Power Goku werden eigentlich machbar sein. Sollte natürlich aufpassen, dass ihr nicht viel Schaden bekommt. Aber gegen Full Power Goku selbst bin ich dann gespannt. Da bin ich echt gespannt, weil er hat sehr viel HP, man kann ihn nicht sehen und stun eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben hier keine Shadow Dragon Charaktere. Wir werden das trotzdem schaffen, auf jeden Fall. Jetzt kommen die Jungs dazu und geben ihnen die Kraft. Ja, Majup hält sie auf, sowas auch im GT. Majup hält Omega-Stellung auf und die Jungs hier, Gohan, Trunks und Goten waren es, glaube ich, haben Super Saiyan 4 Goku ihre Kraft gegeben, damit er Full Power geht. So war das, wenn ich mich recht entsinne und nicht Falsches im Kopf habe. Und deswegen haben wir hier diesen Ultra Full Power Goku. Falls ihr euch fragt, ey, oder bekommen wir eigentlich dann auch. Moment. Denkst du, wir bekommen noch Full Power Vegeta? Schwierig, weil Vegeta Vierfacher, also Vierfacher Vegeta, der ging ja nicht Full Power oder so. Man hat ihn ja nicht Kraft gegeben. Der wurde Vierfacher und hat dann gekämpft. Wobei auch die Full Power Kategorie ein bisschen komisch ist, gebe ich euch recht. Ihr habt letztens gefragt, in den Kommentaren habe ich viel gelesen, warum Ultra Instinct Goku nicht da ist. Hand aufs Herz, meiner Meinung nach kann ich das verstehen, dass Ultra Instinct Goku nicht dabei ist, weil Ultra Instinct Goku war mehr oder weniger eine Technik. Er hat das unbewusst erlangt. Er ist nicht bewusst Full Power gegangen. Wisst ihr, was ich meine? Bei ihm kann ich es verstehen. Wenn ihr ein Gegenbeispiel haben wollt, Super Saiyan Blue Evolution Vegeta, er ist Full Power gegangen, im Bewusstsein. Deswegen ist Evolution Vegeta drin, aber nicht jeder Super Saiyan God Vegeta. Das wäre sonst ungerecht, das wäre seine letzte Form, aber er war ja nicht Full Power. Dann haben manche von euch trotzdem gesagt, ey, Int Vegeta Blue ist aber Full Power gegangen. Gebe ich euch recht, im Kampf ja, nur leider heißt im Kampf, in Dokkan Battle, der heißt halt Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta. Und wenn man den reintun würde und nicht alle anderen Vegetas, dann wäre das schon ein bisschen ungerecht, ja. Deswegen kann ich das verstehen mit Evolution Vegeta zum Beispiel, mit Ultra Instinct meiner Meinung nach auch. Aber wie seht ihr das Ganze? Lasst mir in den Kommentaren wissen. Und die Legende von Strength Cells, seine Int und Tech Form sind drinnen. Und ich muss euch hier aufklären. In Dokkan Battle gibt es nämlich zwei Cell. Die haben verschiedene Namen, also die Namen. Einmal gibt es Perfect Cell, das ist der Cell, das ist der Int, Tech und Strength, das ist der Cell, der nach der Explosion kam, mit dem Zenkai Boost gegen Super Saiyan 2 Gohan gekämpft hat, mit den Solar Kamehameha. Und die anderen, die vor der Explosion waren in Dokkan Battle, heißen Cell in Klammer Perfect Form. Da macht man den Unterschied. Also, dass diese in Klammer Perfect Form nicht Full Power Kategorie sind, verstehe ich, weil der einen Zenkai Boost bekommen hat, der Perfect Cell heißt, nach der Explosion, das ist Full Power Cell. Da verstehe ich, dass sie drin sind, aber ich verstehe dann nicht, der Strength heißt auch Perfect Cell, der Int und Tech auch, aber der Strength ist nicht drinnen. Das verstehe ich nicht. Hier geht er, by the way, Full Power an der Stelle. Das verstehe ich nicht,
Aber so gut ich Bandai kenne oder Akatsuki, die haben es wahrscheinlich gedacht, weißt du was, mit der 11 Key tut sich der Perfect Cell Strength in die Luft jagen und da ist er noch nicht perfekt, deswegen tun wir den nicht in die Kategorie rein. Kann ich mir legit vorstellen, also welche dumme Kopf da auch in Akatsuki war. Boy, macht euch Gedanken, bevor ihr irgendwas raushaut, weil diese Full Power Kategorie, ich will sie nicht schlecht reden, sie ist geil, aber sie ist verdammt nochmal komisch, um ehrlich zu sein. Oder was haltet ihr? Ich glaube, beziehungsweise haben wir darüber gut diskutiert. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf Full Power Goku, weil ihr seht schon, verdammt nochmal hat er viele Balken. What? Ich habe, eigentlich sollte das die letzte Runde sein. Ich glaube nicht, dass danach noch einer kommt. Wir schauen mal. Was, wie sind das? 2, 4, 6, 8, 10 Balken. Ja, GG. Ja, like legit. Okay, also die braucht man schon auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie unser Schaden-Output sein wird. Der wird gering sein, weil wir keine Shadowland-Charaktere haben. Der wird auf jeden Fall, also die Charaktere, eigentlich machen sie im Schnitt mehr Schaden, als sie jetzt machen werden. Das will ich sagen, weil diese Passives eines Soken-Events, die machen sehr viel aus. Kakarot macht viel Schaden, vermehrt Schaden, ist tanky und nur die Shadowland-Charaktere, wie gesagt, annullieren das Ganze. Oh, die Ulti von dem. Oh mein Gott, die Ulti von ihm ist so lecker. Wir werden, by the way, auch für Ultra, Full Power, ich nenne einfach mal Full Power 40. Full Power Goku summon. Ich werde noch aus der Mission die Stones farmen und gucken, wie ich das Ganze mache. Heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall die Tage noch auf ein Summon-Video freuen bei Ultra. Ultra Instinct wollte ich gerade sagen. Ultra Full Power oder Full Power Goku. Ich kann mich auch nicht einigen, ob ich Ultra sagen soll oder Full Power. Kakarot, ihr wisst, wen ich meine. Anyways, gut, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze eigentlich läuft. Okay, mit Kritz kommen wir da an der Stelle schon gut durch. Also. Ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen mehr hochgeredet, als er eigentlich drauf hat. Soll nicht heißen, dass er nichts drauf hat. Er hat verdammt nochmal viel drauf. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, also. Ich werde auch direkt wieder Full Life gehen, weil ich werde ihn nicht unterschätzen. Ich werde den Dude nicht unterschätzen. Wir haben jetzt nämlich hier keinen Typenvorteil. Und vorhin haben wir Icros aktiviert, deswegen hat er so wenig Schaden gemacht. Deswegen gucken wir mal. Guck ich mal, wie das Ganze abläuft. Und mit Majin geht er mit Typennachteil an der Stelle. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Mein Freezer ist, by the way, Extreme Zero Awaked. Das Extreme Zero von Freezer ins Global Dokkan Battle. Kommt nach dem Jubiläum, heißt Zeitraum August ungefähr. Und ja, ihr merkt schon, ja, seht ihr, der macht nochmal viel, viel mehr Schaden. 1 Million hat er jetzt so und er kam nur auf 400.000. Weil Goku so tanky ist. Wegen seiner Passive, wegen seiner Damage Reduction im Dokkan-Event. Aber an sich, also in den Spielen geht gerade sehr viel los. Also, ihr habt es wahrscheinlich selber gemerkt. Global Hype wegen 3-Jähriges. JP Out of Nowhere auch im Hype. Die Kampagne ist richtig gut, die Tanabata-Campaign. Falls nicht, was ihr da machen müsst, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich habe dazu ein Video gemacht. Also, bei allem Respekt, also es geht gerade wirklich ab. Und Legends ist auch geil. Mamma mia. Diese Woche kommen noch Super Saiyan Trunks und Super Saiyan Vegeta. Da werden wir auch auf jeden Fall noch zusammen. Da bin ich auch gespannt, was sie da pullen werden. Aber ja, ihr merkt schon, meine Freunde, ihr merkt schon. Leider ist das Timing wirklich katastrophal, dass ich ausgerechnet jetzt diesen 3-Monat-Bann Strike bekommen habe und auf YouTube nicht streamen darf. Wie gesagt, wenn ihr genau wissen wollt, was ab war, schaut es euch an. Auf jeden Fall im Video selbst. Aber die Streams werden auf Twitch ablaufen. Ich sag's euch, ich werde da keinen Stopp machen. Wir werden auf jeden Fall streamen und wir werden eskalieren. Wenn ihr da natürlich mitzieht und Zeit und Bock habt, auf jeden Fall. Gut, wir haben noch einen Dokkan-Mode und ich denke, danach soll es geregelt sein. Gott sei Dank, upsa. Okay. Gott sei Dank habe ich Angel Gold Freezer, ja, nach dem Shaft in Global mit 1200 Stones hat es wirklich gut getan, den JP zu ziehen. Auch 2 Singestam, 2 Stück. GG, der hat einen Dupe an der Stelle, richtig geil. Aber ja, so viel zum Super Saiyan 4 Full Power Goku Event. Ihr seht schon, ich verabschiede mich langsam, weil das Ganze schon langsam zum Ende kommt. Nach dem Dokkan-Mode, schätze ich mal. Wie gesagt, so funktioniert das Ganze. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Bitte checkt auf jeden Fall den Streamplan ab und guckt, wo wann ich online gehe. Die nächste Zeit streame ich auf jeden Fall auf Twitch für die nächsten 3 Monate. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Bei was auch immer ihr macht. Eine schöne Zeit wollte ich euch eigentlich wünschen, aber auch natürlich Spaß. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.